Hallo und willkommen zu einem neuen Juwe-Video. In diesem Video wird es um die Version 4.3 gehen und um die Neuerungen, die es in dieser Version geben wird. Danach gibt es noch eine kurze Einführung für das Türstationsmodul und für die Einrichtung des Musikplayers. Welche neuen Features haben wir nun in der neuen Version? Es gibt zwei neue Bridges zur Anbindung von einer Sonos-Anlage oder einer Trivo-Musikanlage. Und dazu gibt es dann den folgenden Player, den Sie hier auf der rechten Seite sehen, auch in der Visualisierung. Den schauen wir uns im zweiten Teil noch einmal genauer an. Weiterhin können nun Regenmengensensoren eingebunden werden, zum Beispiel von Netatmo, aber auch KNX-Sensoren sind möglich. Außerdem können Sie zu Dimmern jetzt auch eine Tunable White-Funktion hinzufügen über den Datenpunkttypen 7600 und Sie können RGBW-Leuchten darstellen über die Visualisierung. Dazu ist jetzt auch der Weißkanal in der Helligkeit ansteuerbar. Weiterhin können ETS-Funktionen genutzt werden, um die Raumzuordnung beim Parsing zu verbessern. Das heißt, wenn Sie Gruppenadressen in mehreren Räumen haben, können Sie die Gruppenadresse einer Funktion zuweisen und die in den Wunschraum ablegen. In der Client-Übersicht wird jetzt auch der Status des jeweiligen Clients angezeigt, das heißt, ob er gerade verbunden ist oder nicht zu dem entsprechenden Server. Und das Türstationsmodul ist als neues Feature in dieser Version hinzugekommen. Jetzt gucken wir uns einmal die Konfiguration an. Dazu zeige ich zuerst die Konfiguration der Türstation und im Anschluss die Anbindung von Sonos oder Trivo Musikanlagen. Sie können auch in dem Video zu der jeweiligen Stelle springen. Das sehen Sie auch in der Beschreibung des Videos. Jetzt schauen wir uns die Konfiguration der Türstation an. Ich gehe dafür auf das Türstationsmodul. Und habe hier schon mal was vorbereitet. Ich habe als Türstation eine Akveo-Türstation und hier sehen wir schon unsere Registrierungsdaten. Als SIP-Server verwende ich eine Fritzbox. In der Fritzbox können wir alle Telefoniegeräte, alle Teilnehmer einsehen. Ich habe dafür zwei Telefoniegeräte eingerichtet und zwar einmal das Panel als IP-Telefon und die Türsprechanlage. Wenn Sie hier auf Bearbeiten gehen, können Sie Ihre Anmeldedaten auch einsehen. Hier sehen wir unseren Anmeldenamen und das Passwort. Die gleichen habe ich ebenfalls hier eingetragen. Und hier sehen Sie die IP-Adresse der Fritzbox. Die IP-Adresse wird auch noch einmal hier angezeigt. Das gleiche machen wir jetzt für die Türstation. Hier können wir ebenfalls unter Bearbeiten unsere Anmeldedaten einsehen. Diese Anmeldedaten lege ich bei der Konfiguration an. Sie erreichen die Konfiguration über die IP-Adresse der Türstation. Diese wird beim Start der Türstation auf dem Display angezeigt oder aber Sie benutzen eine App. Das ist bei anderen Türstationen möglich. Meistens wird jedoch eine Browseroberfläche genutzt. Hier sehen wir ebenfalls wieder die IP-Adresse der Fritzbox, die Anmeldedaten unserer Türstation. Dann klicken Sie auf Übernehmen und der Status sollte grün anzeigen. Als nächstes schauen wir uns unseren Klingeltaster an. Was soll passieren, wenn der Klingeltaster gedrückt wird? Dann geben Sie hier die Rufnummer des Panels ein. Und das ist die 621 mit zwei Sternchen. Genauso tragen wir das hier dann auch ein und übernehmen wieder. Als nächstes kommt der Videolink. Der ist bei Akveo ganz einfach zu finden. Und zwar unter dem Reiter Video. Hier können Sie dann den Videolink kopieren und einfügen in der Konfiguration. Hier sehen wir außerdem, können wir noch die Auflösung anpassen. Ich habe die höchste genommen, weil wir einen Full-HD-Screen haben und die Bildwechselfrequenz anpassen. Das Format wird hier ebenfalls mit angegeben, und zwar MJPEG. Wir kopieren den Link dann hier rein und hier wählen wir MJPEG aus. Außerdem sind RTSP und JPEG-Streams möglich. Als Entsperrmethode gibt es drei Möglichkeiten, nämlich per Gruppenadresse. Dafür wird die Gruppenadresse und ein Öffnungsintervall angegeben in Sekunden. DTMF ist eine Möglichkeit, die habe ich jetzt hier auch genutzt. Das finden wir bei der Türstation unter dem Punkt Relais. Hier können wir dann einen Öffnungscode eingeben. Derzeit sind aber keine Sonderzeichen möglich, das heißt nur reine Zahlencodes. Und die Öffnungsdauer wird hier ebenfalls eingegeben, 3 Sekunden in dem Fall. Als dritte Entsperrmethode ist außerdem noch ein HTTP-Request möglich. Das schauen wir uns jetzt einmal in der Visualisierung an. Dazu wechsle ich in den Edit Mode.
und füge hier eine Türstation hinzu. Wir sehen, dass der Registrierungsstatus ebenfalls erfolgreich war und gehen aus dem Edit Mode. Ich werde jetzt einmal die Türklingel betätigen und dann sehen Sie, wie das Widget auftaucht. Ich habe jetzt hier einmal den Ton ausgemacht, um keine Rückkopplung zu bekommen. Hier können Sie den Anruf direkt ablehnen. Das Kamerabild können Sie aus- oder einschalten. Und Sie können die Tür auch direkt öffnen oder eben ein Videotelefonat führen. Wenn die Öffnung gedrückt wird, dann wird das Relais geöffnet und nach der Öffnungsdauer wieder geschlossen. Und das Türstations-Widget schließt sich automatisch. Außerdem können Sie schon vor dem Annehmen des Anrufes auch die Tür öffnen oder eben den Anruf ablehnen. Nun kommen wir zur nächsten Neuerung und zwar den Bridges. Dafür gehen wir hier auf das Dashboard und installieren zum Beispiel die Sonos Bridge. In der Konfiguration ist nicht viel zu beachten. Sie verbinden sich mit Ihrem Sonos-Konto. Nachdem Sonos verbunden ist, können wir dann eine Geräteerkennung durchführen. In diesem Projekt haben wir nur eine Klangzone. Mit einem Klick können mehr Informationen gesehen werden. Hier kann der Name geändert werden, das Icon und die Raumzuweisung. Und gehen auf Geräte erstellen. Nun schauen wir uns den Player in der Visualisierung an. Wir sehen jetzt hier, kann man sich auch die Favoriten aus der Sonos-App anzeigen lassen, aber auch die Playlisten, die man in Sonos selber hinterlegt hat. Aus den Favoriten kann man sich dann beispielsweise Radiosender oder auch Playlists von Spotify anzeigen lassen und diese direkt abspielen. Weiterhin ist es möglich, wenn man mehrere Soundzonen hat, diese dem Dashboard hinzuzufügen und Gruppen zu bilden. Dafür schalten wir den Edit Mode ein. Das Musikplayer-Widget kann man genauso dem Dashboard hinzufügen. Außerdem kann man hier auf dem Dashboard ein Soundsystem hinzufügen, zum Beispiel Sonos. Und dann sieht man alle Soundzonen in einem Widget. In dem Fall haben wir aber nur eine. Mit einem Klick auf die Zone können dann wiederum die Playlisten und Favoriten für die jeweilige Zone ausgewählt werden. Beim Klick auf Zurück wird wieder die Zonenübersicht gezeigt. Hier in der Sonos-App sehen wir das auch nochmal. Diese Playlisten werden übernommen für unser Widget und die Sonos-Favoriten werden übernommen. Das wären alle Neuerungen, die Sie in der Visualisierung in dieser Version durchführen können. Ich hoffe, Ihnen hat der kleine Überblick gefallen und hilft Ihnen weiter und bis zum nächsten Mal.